Okay, und weiter geht's mit Zelda Ocarina of Time. Was heißt weiter? Ich habe eigentlich jetzt gerade vor 10 Minuten gespielt, als wir angekommen sind. Und ich krieg mal wieder einen kleinen Schlüssel. Sehr schön. Jedoch muss ich hier hoch wieder, da ich oben noch was finden kann, glaube ich. Zack, 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 zack. Ah, das dauert erstmal wieder ein bisschen, bis wir oben sind. Oh ja. Die Zeit möchte ich nutzen, um I Wanna Be the Guy ein bisschen zu promoten. Schaut's euch an. Es ist ganz witzig. Sauschweres Spiel, macht sau viel Laune. Ich bastel gerade an einer eigenen Version, die ein Let's Player-Kollege in ferner Zukunft spielen darf, und ich bin gerade von einem Feuerviech verarscht worden. Ja. Also wenn ihr sowas mögt wie I Wanna Be the Guy, dann ich werde irgendwann wenn ich mit dem Spiel fertig bin, einen kleinen Kommentar in meinen Kanal hinterlassen, dass ihr auf seinen Kanal gehen könnt, um euch das anzugucken. Willst du mich verarschen? Schau dir das Viech mal an! Hey, du Bastard! Ja, hier, dich meine ich. Genau dich. Komm hierher. Bin nämlich ein halbes Herzchen verloren, Spackenviech. Okay, ich muss da hinten rüber. Komme ich aber so, glaube ich, gar nicht, sondern ich muss dafür hier rüber. Oder? Nee, das ist definitiv zu weit. Hier müsste ich aber rüberkommen, ja. Hier komme ich rüber. Ah, zu kurz. Zack, das war ja easy going. Die spucken immer Magieteile aus, das finde ich auch cool. So, dann hier rüber. Sehr schön, Link. Immer gut festhalten. Wo öffnen wir eine Tür? Da oben, okay. Wo war das jetzt? Da hinten? Ja, da hinten war das. Also hier wieder rüber. Ja, da können wir auch rüberspringen, das reicht. So, dann muss ich jetzt hier rüber. Definitiv. Dann hier. Dann hier rüber. Und dann hier rüber. So, da sind wir beim Goron angekommen. Die Qualen haben ein Ende. Ja, ich weiß. Als Dank für meine Befreiung verrate ich dir etwas. Findest du auf der Karte einen Ort, den du nicht erreichen kannst, versuche es mit der Ocarina. Bäh? Ja, ich schätze mal, damit meinte er den einen grünen Raum, den ich direkt am Anfang gefunden habe, den ich ja schon mit der Ocarina gefunden habe, aber mich dann entschlossen habe, da nicht reinzugehen, sondern erst hier lang zu gehen. Und entscheidend war mein Entschluss verdammt richtig. Und da wieder rüber. Zack. Zwei. Drei. Easy going. Moment. Ich muss oben bleiben, denn dadurch, dass ich oben bleibe, kann ich schneller nach unten zurück. Nee, Quatsch. Ich will doch gar nicht nach unten zurück. Moment, Moment, Moment. Da irre ich mich. Ich muss ja hier wieder lang. So, zack. Es gibt ja noch oben Etagen, die ich abklappern muss. Zurück gehen wir jetzt fatal. So. Da muss ich wieder rein in die Tür. Navi, hast du da oben was gesehen? Moment. Was ist das? Navi, warum fliegst du da oben hin? Ja, ist da oben was? Na, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall muss ich jetzt mal zurück. Denn da hinten war eine Tür. Da oben. Ich schaue gerade, ob ich da irgendwie rankomme. Von hier aus. Mal schauen. Denn bei meinem Glück kommt wieder so eine scheiß verkackte Feuerwalze. Okay, ich versuche mal mein Glück.
Und ja, es kommt eine. Oh, falsche Richtung, Link! Ignorieren. Die ignoriere ich ganz getrost. Lucky, 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 lucky. Okay, hier in die Tür können wir jetzt rein. Und wo kommen wir raus? Oh mein Gott, mal wieder ein Raum, der wieder alles toppt, ey. Mit fliegenden Viechern, feuerspuckenden Steinen und rollenden Steinen. Dazu noch ganz viel Jump'n'Run. I hate it. Komm her, Fledermaus, wenn du schon da bist. So, Herzchen. Na, daneben nicht. Okay. Lass mal auf der Karte gucken, wo ich mich jetzt befinde. In dem Raum hier. Also gibt es hier zwei kleine noch Nebenräume. Da sehe ich gerade ja zwei kleine Nebenräume noch. Was ist der Navi? Schau hier, herunter. Ist das nicht der Raum, in dem wir Darunia getroffen haben? Haben wir? Haben wir anscheinend. Okay. Okay, 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 okay. Also. Bilden wir uns erstmal eine Meinung zu dem Raum. Da hinten können wir erstmal rein. So. Hier können wir vermutlich, ich habe dann Vermutung, das Ding reinschieben. Für den Arsch, ich kann gar nichts schieben. Vielleicht irgendwas mit Bomben. Ne, Bomben bringen ja auch gar nichts. Okay, wenn wir erstmal hier noch ein bisschen Raum erkunden. Feuerwalzen! Ah, so, das ist ein Labyrinth, ist das. Leute, meine Störung ist. So noch knapp. Habe ich gerade noch gesehen. Hier durch. Mann, Link! Dreh dich um, wenn ich dir sage, du. Verhuso Tahuso. Alles spuckt mich mit Feuer an. Toll, das ist irgendwie Herzchen oder was? Leck mich am Arsch hier. Nein, die hätte ich gar nicht gebraucht, wenn ich nicht dauernd hier hingelaufen wäre. Na egal. Hier durch? Da nicht durch. Hier durch. Ah, ah. Noch nicht das Ding benutzt. Ah, ich werde hier überall eingesperrt, merke ich gerade. Ich möchte zur anderen Tür. Und da lang, bitte. Hier lang? Links? Lässt du mich hier links lang? Ja, lässt du mich. Sehr schön. Da lässt du mich nicht durch, war ja logisch. Hier, aber da möchte ich rein. Denn erst die Türen erkunden, die mich schlagen. Erst die Türen erkunden, die mich schlagen, ist wichtig. Blöde Scheiße hier. Hier gehen wir erstmal in die Tür da rein, mal schauen, was wir da drin finden. Hä? Na, wie, was machst du denn für Anstalten, ne? Aus irgendeinem Grund leuchtest du hier grün, da. Oh, ich weiß nicht, aus welchem. Vielleicht Bombe, mal gucken, rumprobieren. Weil wenn der Navi grün leuchtet, bedeutet das immer, dass irgendwas will von mir. Ich muss, dass ich hier eine Bombe lege. Vielleicht mal machen.
Hab mich gebracht, Navi. Navi, was ist denn hier? Dass ich hier eine Bombe hinlege. Auch nicht. Ach, scheiße. Aber ich sehe auch gerade, dass ich jetzt hier Schluss machen muss. Also, bis zum nächsten Mal.